Schöne Musik, was? Das muss man sagen. Kommt von Amerika. Alles machen wir die Amerikaner nach. Hätten wir doch gar nicht notwendig. Wir haben Amerika entdeckt. Wir haben das Land da drin kultiviert. Wir haben alle diejenigen, mit denen wir nicht gewusst haben, was wir anfangen sollen, oder die selber schon was angefangen haben, haben wir nie geschickt nach Amerika. Und jetzt machen wir alles nach. Die modernen Tänze kommen von Amerika, der Verkehrsschutzmann kommt von Amerika, der Bubikopf, oh, das ist auch sowas. Zuerst, wie er aufgekommen ist, der Bubikopf war allgemeine Entrüstung. Jetzt entrüstet sich niemand mehr. Jetzt findet jedes ein Bubikopf fesch und die Nackenlinie ist ja entzückend. Einbildung, sehen Sie. Ich zum Beispiel, ich trage meinen Bubikopf schon 44 Jahre. Sie können es ja nicht sehen. Aber von meiner Nackenlinie habe ich noch nie gehört, dass sie entzückend sei. Aber bei den Damen, da ist ja alles schön. Die können machen, was sie wollen. Früher, wie schön war das bei den Damen, war alles rund und geschweift, die Figur. Ne, weil das hat man gern angeschaut. Jetzt ist alles eine gerade Linie, von oben bis runter wie ein Bredel. Lesen Sie jetzt noch in der Zeitung, wie bekommt man einen üppigen Busen? Ja, das war einmal. Ich kenne zufälligerweise den Herrn, der die üppigen Busen gemacht hat. Schon lang unter Geschäftsaufsicht, schon lang. Jetzt geht ja gar nichts mehr. Jetzt heißt auf einmal, wie entfernt man überflüssiges Fett? Ja, jetzt war es auf einmal überflüssig. Zuerst hat man einen Haufen Geld ausgegeben, bis man die Schwarten gehabt hat. Jetzt war es überflüssig. Früher, wenn der Mann Kummer und Sorgen hatte, dann hat er sich eben an den Busen seiner Geliebten geflüchtet und hat dort ausgeruht. Ja, jetzt flüchten sie einer wohin? Da muss einer sein Kopf ist er schon selber mitbringen, wenn er ausruhen will. Mit allen möglichen Mitteln versuchen die Damen schlank zu werden. Sie treiben alles, was man sich nur denken kann. Sie reiten, sie springen, sie schwimmen, sie tanzen, sie lutschen, sie dronen. Eine amerikanische Filmdiva hat sich gleich Gott 3,5 Pfund Speck wegschneiden lassen. Wo sagt die Expedition? Alles ist jetzt anders geworden, auch die Kindererziehung. Bevor der Fratz am Vater unser beten kann, kommt er schon in die Tanzschule. Das ist die Hauptsache, tanzen muss er kennen. Unverwöhnt ist die Jugend, der Hirnbatzel, den man ihm gibt, das ist schon Kindsmisshandlung. Das Schulgehen, das kommt noch ganz ab, das ist zu anstrengend für die Kinderchen. Die liegen daheim im Bettchen und der Lehrer spricht ins Radio hinein und wenn ihnen das einmal eins zu langweilig wird, dann stellen sie andere Wellenlänge ein neues aus. Und aufgeklärt ist die Jugend heutzutage, mein Gott, war mir seinerzeit dumm. Ich zum Beispiel, Sie werden es vielleicht gar nicht glauben, aber es ist doch so. Ich habe an den Storch geglaubt, bis ich die ersten Alimente zahlen habe müssen. Und da war es mir noch zu früh. So ein kindliches Gemüt habe ich gehabt. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Die Leute trauen sich nichts mehr zu essen und zu trinken, vor lauter Angst, sie könnten zu dick werden. Jede Speise wird untersucht, wie viele Kalorien das hat. Wer hat denn früher von Kalorien was gewusst? Da hat man halt gegessen, was einem geschmeckt hat. In der Früh ein Kaffeesuppen, da hat man reingebracht, dass der Leppi drin stecken geblieben ist. Vormittag ein paar Weißwürste oder ein Tellerfleisch. Mittag Suppen, Fleisch und Gemüse. Nachmittag eine kleine Brotzeit und auf Nacht auch noch eine Kleinigkeit. Ein Drum Kalbshaxel und ein paar Maß Bier. Dann hat man gut schlafen können. Aber die moderne Ernährung, da gibt's in der Früh ein Tässchen Kakao, dann gibt's einen Löffel Aufbausalz, Mittag gibt's eine Vorspeise und eine Nachspeise und in der Mitte gibt's nichts, höchstens Verdauungstabletten. Auf Nacht oder erstens gar nichts mehr, höchstens ein Tässchen Entfettungstee und eine Orange und vorm Schlafengehen die frische Rese aufs Brot gestrichen. Jetzt wir haben uns heute halt ein Butter aufs Brot gestrichen und mit der frischen Rese, da haben wir was anderes gemacht. Aber heutzutage ist ja alles vertraut. Seid doch vernünftig!
Leid esst und trinkt doch, was euch schmeckt, und pfeift auf jede Kur. Lasst schwellen, was das schwellen will, zurück zu der Natur.